So, und da bin ich wieder da. Ich habe mal wieder einen Kaffee geholt. Wieder schön heiß. Ah, ich bin echt der Kaffee-Junkie. Okay, was ich mir jetzt noch überlegt habe, ist, ob man nicht eine Postbus-Verbindung erstmal machen, dass wir Geld kriegen. Erste Überlegung wäre gewesen, dass wir Kidderminster mit Aylsham verbinden, aber da ist halt der Berg hier dazwischen. Ansonsten wird das halt richtig weit. Oder ob man nicht die zwei Städte erstmal verbinden. Da könnte man theoretisch hier so eine Bergstraße machen. Oder wir fahren da hier hinten rum da rauf. Das ist aber ein ziemlicher Umweg, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen hier eine kleine Bergstraße darunter. Beziehungsweise Überlandtram. Irgendwie so. Ich glaube, wir machen das hier. Wir werden die Kurve da wegnehmen. Und straßentechnisch 80 Tramgleis, ja, elektrisch. Können wir gerade mal machen. Und am besten so bauen, dass es nicht so viel Geld kostet. Ist jetzt doof, also wenn man das dann so macht. Nee, ich denke, das geht noch. Oh, die werden da langsam werden. Wie sieht man von der Höhe aus? Okay, da wird jetzt gleich nochmal runtergehen. Wenn wir hier den Kamm so runterfahren. Einmal Autosave und ich glaube, wir fahren dann, ja, wir fahren dann so runter. Und treffen dann hier auf die Straße. Ja, ich denke, das passt so. Hier machen wir den Anschluss. Das mag ich gar nicht, wenn die Straßen hier nicht angeschlossen sind. Okay, dann upgraden wir halt das da. So, so, danke. Upgraden, upgraden. Kurz den Trick hier. Dass ich das Ende nicht sehe. Okay. Dann hätten wir das. Ich würde da gerne mal New Tram Station. Wie sieht das aus? Ach, das ist sowas. Hätte auch mal Lust, das hier zu verbauen. Aber wo macht es Sinn, dass ich das hinklatsche? Wir werden dann, glaube ich, irgendwie so reinfahren. Naja, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir könnten höchstens das hier. Wir später mal und dass wir hier noch eine Haltebucht haben. Für später im Busverkehr. Machen wir das mal so. Ich kenne gerade. Das ist jetzt aber nicht schön. Mich jetzt Geld. Gut, machen wir es erstmal so.
Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die hier. Der erste Halt wird da sein. Machen wir es gleich doppelt. Hier. Und hier. Dann haben wir erstmal alles drin. Und dann fährt er hier wieder rein. So, und das gleiche Spiel da unten. Wo macht es hier Sinn? Hier vielleicht. Ja. Okay. Ist jetzt hier schöner? Ja, danke. Ich würde sagen, wir halten da einmal. Da einmal. Reinkommen tun wir ja von da. Fup, einmal so. Da können wir gerade mal den Anschluss machen. Wobei ich frage mich, machen wir da Lokallinie, da Lokallinie und die Postlinie nochmal separat zwischen da und da. Das könnte man eigentlich machen, ne? Machen wir das einmal so. Den Weg hat er. Hahaha, jetzt macht er das aber hier so. Hätte es jetzt andersrum machen sollen. Und du fährst von da. Sind hier die drei, das ist hier die Bucht. Gut, wenn ich das hier mit dem Tramgleis mache, kann ich das hier so machen, damit die da unten nicht umdrehen. Machen wir das mal Tramgleis so. Dann fährt die hier einfach nur so im Kreis. Dann Tramgleis. Hätte ich gern, dass die da so fährt. Und den Rest machen wir mit Bus erstmal. Okay, dann wäre das hier die Lines, also für Überland. Und dann machen wir hier noch regional. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann fährst du. Ich glaube, das geht sich nicht aus, wenn ich dann hier nochmal reingehe. Ich sage, er soll den hier machen. Wie kommt der von die 10 wieder auf die 1? Wie macht er das? Die 1 müsste eigentlich von den 9 von den 10 auf die 1. Ich glaube, wir lassen die 10 aus. Dann fährt er von der 9 wieder hier rein und macht es dann so. Okay. Es ist da wieder mit der
Linie 1. Und hier machen wir es ähnlich. Und fährt dann hier wieder retour. Ja, da ist, ja, da fährt er dann halt wieder so rein. Aber ne, macht hier die Schleife. Also die Haltestelle Nummer 1 nach da oben fährt, ist hier da die gleiche. Die Haltestelle Nummer 5 müsste ja eigentlich die 1 sein. Wenn er wieder reinkommt, ja, und macht dann hier wieder die Kehrtrunde. Okay. Und die Ü-Tram schickt man da mal auf ein anderes Gleis. Ich würde nämlich sagen, auf die 4. Gut. Es ist dann Painswick Linie 1. Gut, dann bräuchte man noch ein Busdepot. Zweimal. Ich würde sagen, das bauen wir mal hier oben hin. Und hier unten, wo stört es am wenigsten? Was ist da? Okay, wirklich viel Geld haben wir nicht. Wir könnten die erste Ü-Tram mal wegschicken. Was ist denn hier so die schnellste? WLB ET231, elektrischer Triebwagen der Wiener Lokalbahn. Die sehen auch echt schön aus. Und würde ich sagen, fahren wir auch mit 3 Wagen. Das ist jetzt teuer. Ü-Tram. Schauen wir uns mal das Baby an. Ah, das ist echt mega schön. Da haben wir die Goldverzierungen in Wiedenbaden. Buffettwagen. Gibt's was zum Futtern hier drin? Jetzt könnte man natürlich das Wien und Baden nennen, ne? Dann wird's passen. Aber da muss ich jetzt die ganze Linie umbenennen. Ne, das mache ich jetzt nicht. Gott sei Dank haben wir noch kein Verkehrsproblem. Fährt die jetzt gleich schon raus? Ja, die fährt tatsächlich gerade schon raus. Schauen wir mal, wie schnell die da wird bei der Strecke. Ah, da könnte man noch die Straße upgraden. Das hier. Tramgleis, ja, elektrisch. Die fährt. Hä? Haben wir nicht die genommen? Nein, die Straße haben wir genommen. Ich glaube, die wird da oben nicht mit 60 drüber fahren. Weil das ist zu steil. Und war natürlich klar, dass die KI jetzt da die Straße nutzt. Was, wie heißt der? Julia Hagges. So, mal ein bisschen schneller hier. Naja, doch.
Aber hier wieder runter wetten. Ja, das ist ein bisschen zu heftig hier. Boah, das ist echt heftig. Ist ja fast schon ein Zahnradantrieb hier. Okay, ja, das reicht mal, was ich da sehe. Da warten jetzt natürlich noch keine Leute, weil kein Bus. Passagier. Der kostet 3,20. Der kann. Ah, ich gehe mal erstmal auf billig. Wieder kein Geld. Wir müssen fast forwarden hier. Ich glaube, ich hatte eine Anzeige da. Ja. Ein bisschen Overkill hier. Ich glaube. Oh, das ist aber nicht so geil. Habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Okay. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn die von da hinten reinfahren und nicht so, ne? Wie fährt die jetzt? Dreht da vorne? Das finde ich jetzt aber kacke. Wir werden jetzt da einen Wegpunkt machen. Auf beiden Seiten. Die Tram soll von da hinten reinfahren und so wieder raus. Wobei macht es Sinn? Na, wir machen das ganz anders. Die Tram wird bei Haltestelle Nummer 2 halten. Fährt dann da so rein und macht dann. Ja, jetzt macht sie hier den Rundkurs. Okay, dann sieht das ein bisschen geiler aus. Mal schauen, was sie dann hier macht. Haben wir hier auch das. Ne, hier haben wir kein Baumproblem. Aber da war das schon der erste für die Ü-Tram. Könnten wir auch hier schon mal einen Bus losschicken? Zweimal. Für Kidminster L1. Sagt der Verkehr. Ja, 10% minus. Aber gut am Wachsen. Da waren wir ganz am Anfang. Schon 400. Gut. Brauchen wir erstmal wieder Money. Da braucht man Baubaden. Da könnte man eigentlich auch nur von hier nach da fahren. Ich habe ja auch die Mod für die Maria Zeller Bahn installiert. Frag mich, ob wir hier die Maria Zeller Bahn rauf machen. Darüber. Ich werde zwar mit der Masse so gar nicht klarkommen. Aber es wäre irgendwie ein Gimmick, was meint ihr? Oder sollte man das lieber zwei Städte verbinden, die keinen Wirtschaftsboost kriegen, damit die Maria Zellerbahn damit klarkommt? Die Strecke wird sich ja hier schon anbieten. Geht schon steil rauf da. Zellerbahn darauf. Also wenn ich weiß, von was ich rede, das sind wo ist es? Nee, wo ist die Maria Zellerbahn? Das ist ja natürlich mal Schmalspur, das sowieso.
Wo ist der Bahnhof? Also ich weiß, dass ich schon drauf habe. Jetzt bin ich gerade echt verwirrt, weil ich weiß, dass ich ihn habe. Ach da, Schmalspurbahnhof. Eigentlich noch ein schönes kleines Ding. Überlegen wir uns noch. Aber ich könnte mir vorstellen. Gut, wenn wir Panswick jetzt nicht mit Industrie beliefern. Ich überlege es mir. Oder wir machen es einfach hier runter. Aber das ist nicht so gebirgig. Als wie da. Ich weiß gar nicht, ob man da mit der Schiene überhaupt draufkommt. Wenn ich jetzt da mal auf 760 mm gehe, lässt er mich das machen? Nee. Da müsste man dann sowieso irgendwie mit Serpentinen hier arbeiten. Das ist viel zu steil. Irgendwie so. Der Straße entlang, glaube ich, kann ich auch nicht fahren, weil die ist auch zu steil. Eventuell so hoch. Ja, man könnte dann hier hinten hochfahren und dann da wieder rein. Und dann darauf. Einmal so den Bergrücken da so entlang und da durch mit dem Tunnel. Ja, nee, ich glaube, die Mariazellerbahn werden wir irgendwo bei einer kleineren Stadt machen, wo es aber gebirgig ist, wo wir die Wirtschaft nicht versorgen werden. Die kommt sonst einfach nicht hinterher. Okay. Also, wenn wir hier mal die Wirtschaft ankurbeln, wir haben jetzt eine Million. Von da nach da nach da. Ich glaube, das machen wir als eine Linie. Weil da ist es, glaube ich, 1 zu 1, oder? Ja, das ist 1 zu 1. Okay. Dann brauchen wir eigentlich jeweils nur eine Plattform. So, einmal den hier und wo sollen wir das hinbringen? Ach, da oben. Ich mach das gerade mal da. Traumgleise haben wir ja da, das heißt wir brauchen es, also wir können es gerade mit der Straße schon machen. Ist es ja alles elektrifiziert hier. Okay, das ist eine einfache Linie. Also von da nach da nach da und bitte einmal warten. Wenn dann Painswick Bauwagen. Gut, dann brauchen wir hier oben noch ein Depot. Weil das andere da unten ist zu weit weg. Und ich würde sagen, machen wir hier oben hin. Da stört es nicht so. Außen upgraden. Gut. Wir gehen da hier wieder auf Masse. Sind teuer. Das ist die Ytram und da warten schon 33 Leute. Ich glaube, die werden wir schon mal vorbereiten, dass wir auf Trambetrieb wechseln.
Habe ich da jetzt alles? Denke schon. Der ganzen Linie, glaube ich, haben wir... Ja, wir haben jetzt nur diesen einen Bus. Okay. Achso, das ist das Busdepot. Gehen wir mal nach Kosten. 6. Du kannst 18. Hm. 28. 22. Kostet aber nur 180. Hm. Wind Type G. 19, 204, Typ M. 22. 30. Hm. Was kostet das mit 30? 33, 307. Das ist günstiger. Einhundertzwanzig für 255. Boah, 400. Also wird ja immer teurer, je weiter ich nach unten gehe. Ich würde sagen. Ich glaube, wir fahren mit denen. Wenn ich denn Geld hätte. Also ich sollte es mal schneller laufen lassen. Ja, 22, 35. Was fährst du? Du fährst 30. 35, 35. Du fährst 40. Oder mit denen. Fahren wir lieber mit denen. 511. Für zwei Fahrzeuge. Könnte man eigentlich dich schon mal verkaufen? Wie jetzt gesagt, 35, also fast 40. So, 255, komm, einmal noch. Ah, da lässt mich gar nicht zuweisen. Weil hier irgendwo noch was fehlt. Aber wo? Ach da. Okay, aber jetzt sollte es eigentlich zuweisen können. Ja, perfekt. Okay. Komm, macht's mal Geld hier. Schau mal denn aus mit den Finanzen. Ja, die machen alle Gewinne. Und da könnten wir eigentlich noch mit den Trams aufstocken, wenn wir denn Geld hätten. Baubahn ist klar. Bei der Ü-Tram. Mal schauen, wie sich das jetzt rechnet. Sonst brauchen wir da noch ein paar mehr Trams. Okay. So, drei Trams. Sollte erstmal reichen. Gut. Da warten auch schon 43. Dafür bei der Ü-Tram nur 13. Wie viel man da jetzt kauft? Zwei von denen. Okay. Da sind wir auch wieder voll. Da brauchen wir eine Tram. Ich glaube, ich werde erstmal die Wirtschaft weiter boosten. Sprich, da noch eine Tram.
Was kostet da nochmal eine von denen? Ich glaube irgendwas um die 300.000, ne? Da brauchen wir auch mehr. Ach du Scheiße. Wir brauchen mehr Bretterabtransporteure da. Shit, shit, shit. Passt das Verhältnis natürlich nicht. Wobei, noch. Na doch, es passt schon. Aber bei 6 Fahrzeuge beladen dann 3 voll auf. Nachdem es 3 zu 1 ist, aber die 3 brauchen halt viel, viel länger zum Fahren. Ach, was mache ich denn? Du bist der hier. Cool, die Farbe behält er. Das werden wir aber wieder ändern. Okay, also da hat es noch Optimierungsbedarf. Warum ist da oben so viel? Holt sie das nicht ab? Doch. Gut, also da mehr Trams. Und dann haben wir eigentlich ein schnelleres Grundeinkommen, wenn wir so auf die Finanzen mal gucken. Ja, Millionen. Investitionen ist jetzt vor allem wegen dem Bau gewesen. Ja, okay. Die Zinsen schon wieder hochgegangen. 120.000. Ah, das Hauptquartier könnte man eigentlich noch platzieren. Das. Warte mal, wo machen wir das hin, das Hauptquartier? Ja, ich will es doch hier haben. Okay, damit es irgendwo passt. Und auch von der Höhe. Ich glaube, wir können da jetzt mal so platzieren. Passt das jetzt halbwegs? Ja, so halbwegs, ne? Der kann Straßenanschluss. Bravo, allein Transport. Bin mir gar nicht sicher, ob das als Point of Interest im Spiel gilt, dass die Leute unbedingt hinwollen. Wert minus knapp 3 Millionen. Okay. Ich bin nichts wert. Okay, jetzt habe ich wieder Geld. Wir brauchen mehr Trams hier. Da. Okay, jetzt haben wir gleich viel Trams wie auf der anderen Strecke. Also auf der da. Um da die Stadt zu entlasten. Oh Gott, das ist erst bei minus 20%. Könnte man auch eine Straße hier da so lang machen. Damit die da direkt fahren können. Könnte man eigentlich gerade direkt machen, ne? Soll ich das da so machen? Okay, ich will da ein bisschen beim Wald so entlang. Oh, kommt sie jetzt. Macht sie ein bisschen Geld für mich. Ich glaube, ich sollte das Spiel echt mal ein bisschen laufen lassen. Jetzt sind es minus 104.000. Es kommt dann recht schnell später der Punkt, wo du dann mit Geld überschüttet wirst. Weil einfach dann so viele Linien so viel Geld machen. Zieht sich einfach nur am Anfang. Letzte 43, ist ja noch mitten im Krieg. Ach komm, ich will jetzt nur dieses Stückchen hier noch fertig machen. Bitte. Und wenn ich so Geld habe, dann wird das alles hier schön noch ausgebaut. So wie im ersten Let's Play. Das bleibt hier nicht so. Ja, aber erstmal gute Basis.
Sagt das jetzt schon so an, dass du... Ja, sehr gut. Sieht jetzt hier auch interessant aus. Ich hatte ich so auch noch nie. Fällt mir aber irgendwo, dass das jetzt so ist. Das ist echt cool. Oder wie fahr... Wie smooth die da drüber fahrt. Nice. Das habe ich nicht mal bewusst gemacht. Okay. Ja, wir brauchen überall mehr Trams. Wenn wir gerade mal hier aufstocken. Und schau mal aus mit dem Brotabtransport. Da brauchen wir auch nochmal eine. Gut. Dann werden wir das mal kurz speichern. Let's play Season 02. Episode 02. Damit hier nichts verloren geht. Okay. Let's. Wir machen wieder Episodenende, kleine Pause. Ich lasse das Spiel mal weiterlaufen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Und dann hören wir uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich.